so. Doch, 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 ich meine das. Ich musste mir nur kurz ein bisschen vom Champagner nachgießen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Die finanzielle Ungleichheit ist in Deutschland so extrem wie nirgendwo sonst in Europa. Ja, was zahlt sich aus? Vermögen anlegen, verwalten und erben. Und was sich nicht lohnt, arbeiten. Ja, und trotzdem hast du, Teufelskerl, dir die Arbeit gemacht und das Ding hier drüben gebaut. Ja. Und wir alle stellen uns natürlich jetzt die Frage, Christoph, warum? Das, mein kleiner, gefiederter Freund, liebes Publikum, ist das Haus Deutschland, ja, aufgeteilt in drei Teile. Unten wohnen die Armen. 16,5 Millionen Deutsche sind arm oder von Armut bedroht, trotz Rekordbeschäftigung. Ja, und besitzen die da unten denn gar nichts? Doch, sehr viel sogar, und zwar Schulden. Ja, und lass mich raten, ich hab's verstanden, das Modell in der Mitte ist die Mitte der Gesellschaft. Nein, das sind die, die sich für die Mitte halten, aber genauso abgehängt sind wie die unten. Ne, nur halt mit Reihen Endhaus, mit Parkett. Man sehnt sich zurück nach früher. Ja, D-Mark, Derrick, die Mauer. Ja. Ja, und da oben, da wird aber ordentlich gefeiert, oder was? Logo, der Platz an der Sonne. Deutschland liegt mit 1,1 Millionen Millionären weltweit auf Rang 3. Da oben liegt auch übrigens am Pool die Familie Brenningmeier. Ah, die Brenningmeiers, das sind doch die Besitzer von C&A. Ja. Ja, also alle, die sich in C&A Sakko gekauft haben, die haben dafür gesorgt, dass die sogar Milliardäre geworden sind. Ja, und Milliardäre, davon gibt es in Deutschland 123. Guck mal hier, da steht noch so einer. Wer ist das? Der Maschmeier. Echt? Ja, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen. Carsten Maschmeier, der Enkeltrickkönig von Hannover? Ja. Und bevor jetzt Neid aufkommt, liebe Leute, er ist einer der ärmsten Milliardäre Deutschlands. Ja, klar. Müssen Sie kein Mitleid haben, der schuldet mir noch 80 Euro. Kleines Ratespiel übrigens. Was glauben Sie, wenn man 1 Milliarde zu 5% anlegt, wie viel Geld muss man täglich ausgeben, um nicht noch reicher zu werden? Haben Sie eine Idee? 137.000 Euro. 137.000 Euro am Tag? Ja. Das schaffe ich nicht mal in der Woche. Ja. Christoph. Oh, Christoph. Oh, warte mal, Vorsicht. Christoph. Was? Da siehst du das denn nicht? Da unten raucht's, was ist denn los? Habemus Papam oder was? Nein, da unten qualmt's und da unten brodelt es jetzt noch mehr, weil es kommen 1 Million Flüchtlinge. Und die werden natürlich in den ärmeren Vierteln angesiedelt, nicht in den reicheren. Ja, weil da können die sich ja die Trüffel beim Feinkostkäfer gar nicht leisten. Natürlich, nee. Die kämpfen jetzt gegeneinander mit der Unterschicht, ja, gegen bezahlbaren Wohnraum, um die Reste von der Tafel und prekäre Arbeitsverhältnisse. Und in der Mitte, da hüpfen die jetzt auf und ab hier in ihren Buden, weil sie Angst haben und weil unten die Füße schon ganz heiß werden. Ja, da wollen wir aber mal schnell löschen da unten, oder? Wasser wäre aber sinnvoller gewesen. Nee, das sind Handys. Ja, Handy, Konsumprodukte, Handys, Fernseher. Das löscht nicht, aber es beruhigt. Ah, und außerdem verschulden die sich da unten noch mehr und die Schere der Ungleichheit öffnet sich immer weiter. Oh, hier auch noch eine wichtige Person in dem Spiel. Den haben wir fast vergessen. Gerhard Schröder. Ach, die Älteren erinnern sich, der war mal Hausmeister von Deutschland. Ja. Heute ist er lupenreiner Privatier und bastelt in seinem Hobbykeller Ostsee-Pipelines. Ja, der hat diese Entwicklung befeuert. Seine Regierung hat die Anhebung des Spitzensteuersatzes und die Wiedereinführung der Vermögensteuer verhindert. Da ging es da oben wahrscheinlich richtig ab. Ne? Natürlich. Da unten, ja, da ging es noch weiter abwärts. Der Staat hat so mindestens 400 Milliarden Euro weniger eingenommen. Da muss gekürzt werden. Da wird der Schimmel an der Wand nur noch notdürftig übermalt. Christoph, ganz kurz, gerade drüber nachdenke. Ja. Warum fahren die in der Mitte nicht einfach mit dem Aufzug nach oben? Weil der Aufzug defekt ist. Und das schon seit Jahren. Das Einzige, was funktioniert, ist die Treppe nach unten. Aber da fehlen ja Stufen. Ja, das ist Hartz IV. Die vierte Stufe der Arbeitsmarktreform. Ja, da geht's am Anfang noch ein paar Stufen runter und dann kommt der Fall ins Bodenlose. Aber Moment, wenn es da unten so brennt, da wird doch irgendwann das Haus instabil. Da können die doch nicht oben einfach weiterfeiern. Müssen sich doch drum kümmern. Ach, das interessiert die da oben doch nicht. Die müssen ja nicht durchs Treppenhaus. Die haben doch einen Hubschrauberlandeplatz da oben. Weißt du? Ja, natürlich. Ja. Guck mal. Und Zweitwohnsitz in Monte Carlo oder auf den Cayman Islands. Das kann doch alles auf Dauer nicht gut gehen. Geht natürlich auf Dauer nicht gut. Das kann man sogar nachlesen. Im Geschichtsbuch, seit 1933. An sowas, Leute, ist schon mal eine Demokratie zugrunde gegangen. Und auch jetzt steht es nicht gut um die Demokratie im Land. Und da kann man nur hoffen, dass wir gute Ärzte haben. Wir verlieren Sie schnell. Name? Oh, verdammt. Was? Wir haben es mit einer Institution zu tun. Mit der Demokratie. Demokratie. Demokratie.
Wir müssen sie ins Koma versetzen. Mehr Koma geht gar nicht. Dann notoperieren. Wir haben keine Wahl. Wir haben immer eine Wahl. Das Volk ist der Souverän. Aber nicht in meinem OP. Außerdem sind sie Kassenpatient. Oh mein Gott. Das sieht ja übler aus, als ich dachte. Das sind ja tumorartige Wucherungen im rechten Bereich. Hab ich's mir gedacht? Auf dem rechten Auge blind? Das ist ein Morbus Höcke. Der drückt dem Hirn das Blut ab. Wo ist ein Exorzist, wenn man ihn mal braucht? Ach, das sind die üblichen Reflexe, wenn das Hirn aussetzt. Hat sich ein völkischer Parasit eingenistet. Total vernunftresistent. Ich glaube, sie will uns etwas sagen. Wir schaffen das. Typische NATO-Erfahrung. Die Banken haben ihr das Blut ausgesaugt und dann noch Wachstum überall. Wohlstandsbauch und Fettleber. Der Ruf nach Demokratie verstummt, wenn der Mensch Wohlstand erlangt. Sind Sie verrückt? Das parlamentarische Syndrom. Oh mein Gott. Das Herz ist von Lobbyisten befallen. Was ist das? Die polnische Pressefreiheit. Oh Gott, das ist eine beginnende Diktatur. Oh. Die Menschenwürde. Informieren Sie die Angehörigen. Es gibt keine Angehörigen. Vielleicht die Sozialdemokratie. Sozialdemokratie? Die haben wir doch letzte Woche eingeschläfert. Dann schalten Sie die Geräte an. Moment! Müssen wir darüber nicht abstimmen? Abstimmen, wählen, das ist doch von gestern. Heutzutage wird geliked. Ihr Patient, Sie können ausschlafen. Hilfe! Den da hinten, den halten Sie da auch am Leben. Aber er ist längst tot, aber der ist privat versichert. Das Bett rechnen wir Jahre mit der Krankenkasse ab. Und wer ist das? Europa.